liebe Leutchens. Ich bin Pauli, was geht? Ja, willkommen zum ersten kleinen Vlog hier auf diesem neuen YouTube-Kanal. Ich freue mich voll. Irgendwie habe ich richtig Bock darauf. Das wird erstmal so ein kleiner Weekly-Vlog, um erstmal hier reinzukommen. Heute ist Dienstag, der, ich gucke schnell, 25. April. Morgen ist Deutschabitur, schriftlich, Leistungskurs. Schauen wir mal, was wird. Würde ich da mal sagen, ich werde euch auf jeden Fall die nächsten Tage erstmal mitnehmen. Was steht noch so an diese Woche? Mittwoch Deutschabitur. Donnerstag kriege ich neue Fingernägel. Und Freitag Englischabitur, auch Leistungskurs. Und dann habe ich meine schriftlichen Abiturprüfungen auf jeden Fall erstmal fertig. Und dann mal schauen, was das Wochenende noch so bringt. Ist natürlich auch noch Training. Mittwoch, Samstag, Sonntag. Oh ja, das war es soweit erstmal. Ich mache mich jetzt nochmal ein bisschen an Deutsch, damit ich nicht ganz unvorbereitet in diese Prüfung gehe. Und dann sehen wir uns später. Okay, also ich habe mir den Clip gerade nochmal angeguckt. Und ich wackel unfassbar viel mit meinen Händen. Wow, schon wieder. Und ich sage super viel und. Ich muss erstmal reinkommen. Mal gucken, wann ich das raus... Mal gucken, wann ich das rauskriege. Und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. So, jetzt in der Küche. Ich mache mir jetzt kurz einen kleinen Snack, weil ich habe ein bisschen Hunger. Es gibt einfach Cornflakes. Winnie ist mein Snack. Change my mind, aber Cornflakes müssen immer mit einem kleinen Löffel gegessen werden. I don't know what you think, aber wird es erstmal ein bisschen schnabuliert. Anschließend mache ich mich erstmal ein bisschen fertig und fahre zu DM, weil ich noch zwei, drei kleine Sachen brauche. Und genau. Okay, ich habe mich jetzt umgezogen, kurzer Outfit-Check. Ich habe hier so einen grauen Sweater an, der ist von Trendyol. Und diese, oh Gott, diese Adidas-Hose mit den Löchern an der Seite, die man so aufmachen kann. Und ja, ich ziehe da noch eine Lederjacke drüber. Und einfach meine Adidas NMDs und dann cruisen wir jetzt mal los. Woo! Bin jetzt schon ein bisschen länger wieder zurück von DM. Ich mache euch gleich einen kleinen Haul. Ich habe super wenig gekauft und super viel Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, wie das schon wieder passiert ist. Jetzt koche ich gerade. Es gibt Tomatensuppe. Ich liebe Tomatensuppe. Und ja, die muss jetzt püriert werden und das mache ich jetzt einmal schnell. Okay Leute, ich sag euch ehrlich, die Suppe war da 12 von 10. Und ich gebe euch jetzt noch einen kleinen DM-Haul. Also ich habe, wie gesagt, wirklich nicht viel gekauft. Ich habe einmal eine Packung Tampons gekauft. Dann zwei Paar Wimpern von Adele. Einmal so eher neutrale. 420 Naked Lashes. Und einmal so ein bisschen extremere. Das sind 258. Mega Volume heißen die. Genau, die haben, glaube ich, jeweils 6,45 Euro gekostet. Dann habe ich einmal diesen Maybelline Face Studio Contour Duo Stick gekauft, weil ich einfach einen Cream Contour Stick haben wollte. Und das ist tatsächlich der einzige Wort, den es bei meinem DM gab. Genau, deswegen habe ich den geholt. Der hat hier so eine Seite Highlighter und die andere Seite Bronzer. Genau, da bin ich gespannt, wie der aussieht. Den werde ich auf jeden Fall die Tage mal ausprobieren. Dann habe ich einmal einen Concealer gekauft und zwar auch noch ein einziger, der in meiner Farbe vorhanden war, weil ich brauchte unbedingt einen, aber mir auch egal, was es feiner ist. Ich habe jetzt hier den Liquid Camouflage Concealer von Catrice gekauft. Der hat die Farbe 020 Light Beige und ich hoffe, der passt. Und dann habe ich mir noch ein Hitzeschutzspray gekauft von Balea einfach. Genau, that's it. Und das hat 33 Euro gekostet, alles zusammen. Und das finde ich viel dafür, dass es
eigentlich relativ wenig war, das ich gekauft habe. Genau, jetzt setze ich mich noch ein bisschen an Deutsch ran und dann gehe ich schlafen und dann sehen wir uns morgen. Okay Leute, guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 26. April und ich schreibe jetzt gleich Deutschabitur. Ja, das wird lustig. Mal schauen, wie es wird. Ich melde mich später. Ich fahre jetzt erstmal zur Schule. Hoffe, dass ich einen guten Parkplatz finde. Und dann geht's in circa 40 Minuten los. Woo! Okay, 6 Stunden später. Ich habe es geschafft. Ich habe Gedichtvergleich gewählt, falls es irgendjemand interessiert. Boah, keine Ahnung. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie es gelaufen ist. Werden wir sehen. In ein paar Wochen gibt es dann die Ergebnisse. Jetzt habe ich nur noch Freitag Englisch. Und dann im Juni noch die mündlichen Prüfungen. Und dann habe ich es geschafft. Dann ist Abitur endlich fertig. Ja, ich fahre jetzt erstmal schnell zum Arzt. Ich muss noch ein Rezept abholen. Dann geht es erstmal nach Hause. Oh, erstmal ausruhen. Mindestens 3 Stunden schlafen, glaube ich. Puh. So, haben wir? Jetzt geht's auch mal nach Hause. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gerade zum Training. Wir haben die gleich Pullis an. Smash! Smash! Und es gibt noch Pizza. 19.01.2020. Pizza to go, weil wir haben nicht mehr geschafft zu essen. Oh, ich hab gerade was gesagt, das musst du piepen. So, Bitches. Okay. Jetzt musst du es auch nochmal piepen. Okay, let's go! Attacke! Practice is over! Woo! Woo! Wir haben's. Ich kann die Uhr nicht. 21:21. 21. Oh, wie schön. 21:21. Wir haben früher Schluss gemacht. Glück gehabt. Ja. Und jetzt geht's nach Hause und schlafi. Und Laura, wir sehen uns morgen. Ich freue mich. Guten Morgen, Leute. Oh je, was tut diese Strähne hier? Naja, für mich geht's jetzt gleich zum Nägel machen. Das ist 10:30. Und ich zeige euch immer schon mein Outfit. Ich trage hier immer so einen gestreiften Pulli mit so einem kleinen süßen Reißverschluss von Primark. Und eine Nike Leggings. Einfach eine schwarze Nike Leggings. Genau, und ich esse jetzt schnell was und dann cruise ich los. So Leute, es gibt Hot Pink. Richtig cool. Schauen wir mal, was wird. So, eine Hundeknuddelrunde später bin ich wieder back in meinem Auto. Ich habe frische Barbie Nails. Die sehen super süß aus. Und ja, ich fahre jetzt schnell einkaufen. Und dann geht's nach Hause und mach ins Backen. Woo! Okay, also ich bin jetzt durchgesprintet durch den Laden. Ich habe nicht das gefunden, was ich wollte. Aber ich habe eine Backmischung gekauft für Schokomuffins. Salziges Popcorn, weil salziges Popcorn, das ist einzig wahre, wer was anderes sagt. Und dann habe ich weißen Fondant gekauft. Ich wollte eigentlich blauen haben, aber hatten sie nicht. Also zumindest nicht in so einer kleinen Packung und ich brauche ja nicht alles. Deswegen sowas Kleines hier reicht ja vollkommen aus, um damit quasi dann so kleine Buchstaben zu machen. Und für Nota habe ich noch blaue Zuckerschrift gekauft, falls es mit dem Fondant nicht funktioniert. Und blauer Red Bull dürfte natürlich auch nicht fehlen. Juneberry Edition. Lieben wir. Und jetzt fahre ich nach Hause und dann Bakey Bakey. Muffins zu backen. Es dauert so lange, diesen Teig in diese Förmchen zu... Oh. Hate it. Aber sie sehen immer ganz süß aus. Und ich snack jetzt noch den restlichen Teig. Und dann, wie lange bist du eigentlich drin? 20 Minuten. Und in 20 Minuten sehen wir uns und ich hole die Muffins raus. Muffins sind fertig. Boah, die riechen so gut. Oh. Handschuhe anziehen wäre vielleicht gut. Oh, die sind so gut geworden, Mann.
heute. Ich kann nicht. Wow. Guckt euch das an. Hört man das? Die sind richtig juicy. Profi nennt man mich auch. Profi. Die kühlen jetzt ab. Ich hab so Bock. Die sehen so gut aus. Ich würde am liebsten gleich einen wegsnacken. Aber ich warte noch. Okay, also ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet. Und die Muffins sind kalt auf jeden Fall. Und ich mache mich jetzt an den Fondant. Ich versuche den jetzt perfekt erstmal auszurollen. Und dann die Buchstaben auszuschneiden. Schauen wir mal, was wird. Konditor, because look at these beauties. Wie cool sind diese Muffins, bitte? I love it. Jetzt noch schnell um. Und dann fahre ich auch schon los. Because it's time. Also ich bin jetzt schon eine längere Zeit wieder zu Hause, war gerade duschen, mein Haar fresh gemacht und föhne jetzt einmal schnell. Danach gucke ich Germany's Next Topmodel, because it's Thursday. Lerne noch ein bisschen Englisch, weil morgen jetzt Abiturprüfung endlich. Woo! Ich freue mich so. Da habe ich schriftliche Abiturprüfung endlich hinter mir. Yes. Hallo und guten Morgen aus dem Auto, Eugen. Für mich geht es jetzt in die Schule zur letzten schriftlichen Abiturprüfung. Englisch-Leistungskurs. Let's see how that goes. Mir geht es tatsächlich gar nicht so gut. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Und habe auch ein bisschen Bauchschmerzen. Let's see how that goes. Ich hoffe, das geht weg. Und mir ist auch richtig kalt gerade. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen wärmer heute. Weil eigentlich sah der Wetterbericht hier heute relativ gut aus. Aber naja, we will see. Ich fahre jetzt erstmal los. 6 Stunden oder 6,5, ich weiß gar nicht, wie lange. Schreiben und dann fahre ich zu meinem Opa. Okay, also, wow, ich weiß nicht, aber ich bin raus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin voll fertig. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Das war richtig schlimm. Das war nicht schwer, weil ich bin halt relativ gut in Englisch. Deswegen war es an sich kein Problem.
aber es war halt überanstrengend, weil ich halt so schlecht geschlafen habe und so schlecht gelaunt war, dass ich mich gar nicht konzentrieren konnte. Ich hatte die ganze Zeit Bauchschmerzen, mir war übel. Ey, keine Ahnung. Mal schauen, was wird. Also, ich weiß nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, leider. Aber bleiben wir erstmal optimistisch und hoffen, dass es gut wird. Es hat erstmal geschafft. Schriftliche Prüfungen sind erstmal geschafft, das ist jetzt das Wichtigste. Und jetzt können wir erstmal chillen. Geil. Ich fahre zu meinem Opa. Bisschen quatschen, ein bisschen runterkommen, einkaufen und dann geht's nach Hause. Oh. So, ich werde jetzt bei meiner Oma. Mein Opa fährt jetzt los zum Einkaufen schnell. Und wenn Opa weg ist, gehen wir ins Bett. Kannst du dich ins Bett legen? Gehen wir schlafen. Genau. Okay, ich bin endlich zu Hause. Ich habe mir gerade eine Pizza bestellt im Auto. Und warte jetzt, dass sie ankommt zur Feier des Tages. Ja, ich habe es extra bestellt, dass ich zu Hause nicht mehr so lange warten muss. Schon unterwegs. Und ich hoffe, sie kommt jetzt in den nächsten 10 Minuten. Ich habe Hunger. Hi. Dankeschön. Danke. Also ich bin zur Tür rein und no joke, 2 Minuten später hat sie an der Tür geklingelt. Woo! So cool. Timing on point. Liebe ich. Das lasse ich mir jetzt noch schmecken. Ich habe einmal Pizzabrötchen mit Schinken und Käse. Und eine kleine Salami-Pizza. Morgen. So, wir haben uns jetzt ein bisschen fertig gemacht. Also ich. Marvin noch? Nicht. Der macht sich jetzt fertig. Und wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Mach dich gleich mal bisschen, fertig. Bisschen bummeln, ein bisschen Window-Shopping machen. Kleinen Küchlein essen bei Starbucks. Na? Window-Shopping. Window-Shopping. Ja! Lieben wir. Ja, genau. Kampf. Das ist erstmal der Plan für heute. Mal schauen, was der Tag noch so bringt. Gekauft. Aber egal. Ja, wir zeigen euch nachher, was wir gekauft haben. Of course. Ja, wenn die Sachen noch leer oder voll sind. Ach so, ja. Ja. Wir waren in so einem American Candy Laden und haben so ein paar Getränke gekauft. Eine Cola aus Kuba mit Himbeergeschmack. Die war lecker, ja. Und eine Cola aus nirgendwo. Die ist nicht so lecker. Die ist okay. Die ist nicht so lecker. Das ist und ich habe hier diese Limonade. Die hole ich immer. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Training. Mal wieder. As always. Und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause. Mhm. Schlafi, schlafi. Ich bin müde. Jetzt schon? Ja. Noch 3 Stunden Training, aber sie ist müde. So, wir sind wieder zu Hause. Was machen wir jetzt noch? Wir gehen in die Bar. Hab ich vergessen. Ja, wir gehen jetzt in die Shisha-Bar mit einer Freundin. Treffen wir uns da jetzt noch und wir haben direkt angezogen, was wir geshoppt haben. Ich habe dieses coole Top über Zara gefunden und dein Hemd ist auch von Zara. Süß. Und dann habe ich die Tommy Hilfiger Jeans an und mein Blazer ist von Shein und deine Hose ist von? Weiß ich nicht. Cool. H&M, von weiß ich nicht. Ich glaube von H&M. Okay, wir fahren jetzt los und ich melde mich später nochmal. Verstehe. Okay, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Wir sind mit Gina. So cool.
Okay, wir haben Hunger, wir essen jetzt. So, wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Es ist circa 12:30, glaube ich. Ich mache euch jetzt noch ganz schnell ein Haul, was wir heute gekauft haben. Also einmal habe ich ja eben schon gezeigt, dieses Water hier von Zara. Das ist so Knitwear, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Und Marvins Top, was ist das? Hemd? Hemd habt ihr auch gesehen. Meins hat 17,95 gekostet. Marvins hat, glaube ich, 39 noch was gekostet. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann habe ich mir in dem M&M-Laden einen super coolen Becher gekauft. Ich liebe den. Wie cool ist er? Ich liebe so einen Becher. Genau. Dann habe ich mir bei Primark diesen Body hier gekauft, in diesem Neongrün. Ich fand den richtig süß irgendwie. Und ich dachte mir für den Sommer vielleicht mit einer geilen Jeans und einem Blazer. Das könnte cool werden. Der hat 9 Euro gekostet. Dann habe ich noch dieses Top bei Zara geholt. Das ist jetzt falsch rum. Ich drehe es mir um. Das hat 8,95 gekostet. Und das ist einfach so ein, mein Gott, basic blaues Crop-Top in so einem, wie Neopren, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wie heißt das? Neoprenstoff? Das ist halt so super stretchy und sowas. Mega süß angezogen. Und dann haben wir noch bei Primark Socken gekauft. 7 Stück für 3,50. Name a better deal. Und bei Lidl, nee, wo waren wir? Bei Netto. Bei Netto gab es richtige Nike-Socken. 3 Paar für 9 Euro. Name an even better deal. Genau. Das war alles, was wir gekauft haben. Genau, an der Stelle würde ich jetzt das Video auch noch beenden. Das war's mit diesem wundervollen ersten Vlog. Ich fand es super. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Morgen geht's weiter. Und den Vlog seht ihr dann nächste Woche Sonntag. Folgt mir auf Instagram. Ciao.